Hey, ich bin Anna und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es gibt so einige Fragen, die uns junge Menschen in der heutigen Gesellschaft beschäftigen und wir alle sind so unterschiedlich und trotzdem haben wir in gleichen Dingen ähnliche Vorstellungen und Wünsche und halten trotzdem nicht immer all das ein, was wir uns vornehmen und was weiß ich. Und ja, vielleicht kannst du aus den Antworten so einiges schließen. Du bist nicht alleine, egal wie es dir gerade geht und du bist ein wundervoller Mensch und jetzt geht's los mit dem Video. Täglich sehen wir auf Social Media scheinbar perfekte Menschen mit offenbar perfekten Körpern. Hübsches Gesicht, lange Haare, keinen einzigen Pickel, Sanduhrfigur ohne Dehnungsstreifen oder auch nur ein kleines bisschen Speck an den falschen Stellen. Kein Wunder also, dass viele junge Menschen zunehmend unzufriedener mit sich werden. Es liegt in unseren Genen, dass wir immer zuerst an die Dinge denken, die uns fehlen. Es ist also nicht deine Schuld, wenn du die guten Seiten am Leben oft nicht wertschätzt. Deshalb ist es deine Aufgabe, das zu verändern. Das Leben ist gekennzeichnet durch Höhen und Tiefen. Wir sind nie allein mit unseren Gedanken, Wünschen und Problemen. Ich wollte wissen, was meine Mitmenschen auf bestimmte Fragen antworten und habe deshalb ein paar Freunde und Zuschauer um Hilfe gebeten. Was magst du nicht an dir? An mir persönlich mag ich es nicht, wenn ich mich sehr schnell aufrege für Kleinigkeiten. Und ja, das war's. Ich mag nicht an mir, dass ich teilweise sehr introvertiert bin und teilweise sehr faul bin. Das ist nicht so cool und von meinem Äußerlichen her mag ich nicht gerne meine Nase und meine Stirn. Also ich bin sehr perfektionistisch und will immer alles richtig machen und das macht mir das Leben leider oft sehr schwer. Also was ich nicht an mir mag, das ist glaube ich echt meine Figur und meine Beine vor allem. Einfach weil meine Beine halt so verdreht sind und das sieht einfach nicht gut aus. Und meine Figur einfach, weil ich halt sehr schlank bin und es mir sehr schwer fällt zuzunehmen. Also ich kann so viel essen, wie ich will, aber ich nehme halt einfach nicht zu. Und ja, was ich auch nicht so gerne an mir mag, ist halt so, wenn es jetzt so Richtung Schule geht, dass ich Sachen gerne halt so auf den letzten Drücker machen will. Ja, so viele Leute denken auch halt immer, ich wäre halt so arrogant und ich würde die nicht mögen, nur weil ich halt einfach nichts sage. Aber mein Problem ist persönlich halt, dass ich mich nicht traue, wenn halt der Charakter bei anderen Leuten nicht stimmt, sich nicht sofort fühle, ich bin auf einer Wellenlänge mit denen und ja. Charakterlich mag ich nicht an mir, dass ich vielleicht morgens nicht immer die netteste Person bin und außerdem, dass ich generell nicht so gerne mich auf neue Leute einlasse. Und körperlich mag ich an mir überhaupt nicht meine Beine. Ich weiß nicht wieso, aber die gefallen mir irgendwie gar nicht. Das, was ich wirklich gar nicht an mir mag, ist, dass ich andauernd andere Leute unterbreche. Also wenn ich mich zum Beispiel mit meinen Freunden oder so unterhalte, mir fällt irgendwas ein, irgendein Gedanke zu dem Satz, den die andere Person gerade sagt und ich komme halt instant, unterbreche die Person, obwohl sie gerade voll im Flow ist und laber meinen Shit, ohne zu merken, dass ich gerade voll unhöflich bin und die andere Person eigentlich gerade was erzählt. Und also mir ist das bewusst und immer wenn ich andere Leute unterbreche, dann entschuldige ich mich und bin so, oh sorry, erzähl du erstmal. Von meinem Aussehen her muss ich sagen, bin ich relativ zufrieden mit mir. Ich hatte zwar schon öfter Phasen, in denen ich unzufrieden mit mir war, aber ich finde, das ist so eine Sache, ich muss an meinem Mind arbeiten und daran arbeiten, dass ich mit mir zufrieden bin und ich muss nicht an meinem Aussehen arbeiten, einfach nur. Ich mag nicht an mir, dass ich sehr dünn bin und nicht wirklich zunehmen kann. Ich mag nicht an mir, dass ich oft schüchtern bzw. zurückhaltend bin und so Leuten nicht wirklich zeigen kann, wie ich wirklich bin und was ich wirklich denke. Ansonsten fallen mir jetzt auch noch viele Dinge ein, so zum Beispiel meine Nase oder so, aber das sind alles so Dinge, mit denen habe ich mich mittlerweile abgefunden und die finde ich okay. Und deswegen muss ich jetzt nicht wirklich sagen, dass ich nicht mehr an mir mag, sondern es ist nicht perfekt, aber es ist okay, so in der Art. Was ich nicht unbedingt so gerne mag, sind meine Beine. Ich weiß nicht, ich mag meine Beine einfach nicht so gerne. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich halt einfach in den letzten Jahren ziemlich zugenommen habe. Und das halt zu 80% an den Beinen. Und ich mag meine Augenbrauen nicht so gerne. Voll oft sind die Dinge, die ich an mir mag, auch die Dinge, die ich nicht an mir mag. Es kommt halt immer so auf die Situation an. Aber ich würde sagen, dass ich es nicht an mir mag, halt einmal, dass ich so unordentlich, unpünktlich und sowas bin. Also diese, sag ich jetzt mal, oberflächlichen Sachen und so tiefgründigeren Sachen wären, dass ich in alles immer viel zu viel hineininterpretiere und irgendwie immer vom Schlechtesten teilweise ausgehe und mir dann richtig viele Gedanken über alles mache. Und ja, also das ist, würde ich sagen, etwas, an was ich arbeite. Und ich mag es auch nicht, dass ich manchmal vorschnell handle oder mich so von meinen Gefühlen kontrollieren lasse und ich erst so darüber nachdenke, was jetzt eine gute Reaktion wäre und so. Dass ich mich sehr schnell von Sachen ablenken lasse und wichtige Dinge aufschiebe.
Ich würde sagen, es gibt bestimmt einiges, was man nicht an sich mag oder was man auch gerne verändern würde, womit man nicht so zufrieden ist. Ich habe einfach gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, und bin deshalb mit mir im Großen und Ganzen eigentlich ganz zufrieden und würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwas an mir gibt, was ich überhaupt nicht mag. Was magst du an dir? Ich mag sehr gerne meinen Ehrgeiz. Ich mag sehr gerne, dass ich Dinge hinterfrage und mich immer versuche, für das Richtige einzusetzen. Ich mag an mir... Gott. Was mag ich an mir? Das ist ja voll schwierig. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diese Fragen beantwortet habe oder ob ich das schon mal in meinem Leben gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, diese Frage zu beantworten. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich mag an mir... Irgendwie ist Aussehen leichter als Charakter jetzt gerade. Ich mag an mir meine Haare. Aber ich möchte zum Charakter kommen, weil den finde ich wichtiger. Aber wieso fällt mir das so schwer? Also ich mag an mir, dass ich sehr offen bin, sehr oft auf andere Leute zugehe, neue Leute kennenlernen möchte, um meinen Horizont zu erweitern und neue Geschichten zu erfahren und damit halt mehr übers Leben zu lernen. Ich mag an mir, dass ich versuche, alle Chancen zu ergreifen, die sich ergeben, und dass ich zu fast allem Ja sage, weil ich einfach neue Erfahrungen machen möchte. Das mag ich wirklich sehr an mir. Auch eine Sache, die ich an mir erarbeitet habe, dass ich mich traue, Ja zu sagen. Und ich mag an mir, dass ich versuche, also ich arbeite daran, ein selbstreflektierter Mensch zu sein. Ich versuche, meine Handlungen zu reflektieren. Warum habe ich so gehandelt, um in anderen Situationen vielleicht anders zu handeln und um einfach, ja, herauszufinden, wer ich bin, wieso, weshalb und um meine Empathie halt zu steigern. Das ist eigentlich auch eine schwierige Frage, aber ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, dass ich in letzter Zeit einfach extrem selbstbewusst geworden bin, und das schätze ich natürlich sehr, dass ich mich einfach so akzeptieren kann, wie ich bin, und dass ich mich vor anderen auch nicht verstellen brauche, dass ich einfach ganz ich selbst bin, und wer das halt nicht akzeptiert, dann ciao, keine Ahnung, aber nein, ich würde schon sagen, dass ich eigentlich immer sehr hilfsbereit bin und auch mich gerne mit dem Problem anderer beschäftige. Dinge, die ich an mir mag, sind auf jeden Fall meine Nägel, weil ich halt von Natur aus lange und nicht sehr brüchige Nägel habe. Also die sind halt sehr gesund, würde ich mal sagen. Und das ist halt etwas, was ich sehr, sehr mag. Und was ich auch mag, sind meine Wimpern. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann, aber die sind halt auch von Natur aus sehr lang und schon gebogen, und das mag ich auch sehr an mir. Und was ich auch noch an mir mag, ist, glaube ich, echt mein Humor, weil ich finde, ich habe einen ganz coolen Humor, auch wenn es ein paar Leute nicht verstehen werden. Also wirklich, wenn ich zum Beispiel in der Schule bin mit irgendwelchen Freunden, wir sind halt einfach auf einer Wellenlänge und machen halt so wirklich dumme Witze, also wirklich komplett dumme Witze, und andere Leute denken sich da auch immer so. Also wenn man nicht wirklich den gleichen Humor hat, dann ist es, glaube ich, echt nicht witzig. Aber wenn man so ungefähr den gleichen Humor hat wie ich, dann ist es wirklich top. Was mag ich an mir? Ich habe lange überlegt, ich würde sagen, meine Anpassungsfähigkeit. Ich kann mich relativ gut Menschen anpassen, und somit bin ich dann, so kann ich dann gut mit anderen Menschen umgehen und mich gut in ihr Leben so einfinden. Was ich an mir mag, ist mein Lächeln. Ich mag es, dass ich so Themen habe, bei denen ich ganz klar weiß, wo ich da stehe, und dass ich darüber dann auch reden kann und meine Meinung dazu sagen kann und halt für meine Meinung generell einstehen kann und einfach auch vieles hinterfrage und nicht alles so hinnehme, wie es ist. Genau. Charakteristisch mag ich, dass ich hilfsbereit bin. Also wenn jemand meine Hilfe braucht, bin ich der Erste, der halt für diese Person da ist. Und Und das Zweite ist auch, ich gönne eigentlich jedem, weil was bringt das, wenn ich einer Person nicht gönne? Also ich werde dadurch jetzt nicht glücklicher, und ich werde auch nicht glücklicher, wenn ich sehe, dass ein anderer Mensch leidet. Ich werde darüber nicht glücklich, und will ich auch gar nicht, dass andere irgendwie leiden. Und deswegen... Ich mag an mir, dass ich an sich ein sehr toleranter Mensch bin, dass ich irgendwie meistens versuche, Menschen zu helfen, dass ich Menschen zuhöre und versuche, für ihre Probleme da zu sein, dass ich schon so die ein oder andere schlimme Situation in meinem Leben überwunden habe und mittlerweile eigentlich relativ zufrieden mit allem bin. Ich mag eigentlich ganz gerne meine Haare. Ich finde meine Haare eigentlich ganz schön. Ich habe ja mit denen viel rumexperimentiert und hatte, weiß ich nicht was, so von fast schwarz bis zu schwarz-lila, bis zu braun, bis unten blond, und
all Mögliches. Und ich mag meine Augen. Keine Ahnung, mich faszinieren einfach bei Leuten die Augen, weil es halt einfach so verschiedene Farbkombinationen gibt und ich finde Augen sind einfach total schön und ja. Ich mag an mir meinen Charakter eigentlich ganz gerne. Also ich finde mich ganz in Ordnung. Ich finde, ich gehe Sachen immer mit eine Einstellung an, wo ich mir denke, so, ach ja, wer weiß, was es wird. Und wenn es nichts wird, dann war es wenigstens lustig. Außerdem mag ich an mir so körperlich, also vom Aussehen her, ganz gerne meine Haare und meine Augen. Und vom Charakter auch noch, dass ich, finde ich, eine unterhaltsame Person bin und auch einen relativ guten Sinn für Realismus habe, also zumindest keinen übersteigerten Optimismus. Unsere negativen und positiven Eigenschaften ergänzen sich. Auch wenn du vielleicht deine Oberschenkel nicht magst, hast du wunderschöne Augen. Und auch wenn du vielleicht manchmal zu schüchtern bist, kannst du ein guter Zuhörer sein. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt und die Fitness-Influencer mit ihren scheinbar makellosen Körpern auch nicht. Deshalb sollten wir uns auf die Dinge konzentrieren, die uns glücklicher machen und unsere Probleme vergessen lassen. Mich machen einfach so meine Hobbys glücklich. Lesen, malen, keine Ahnung, rumtanzen in meinem Zimmer. Ich weiß es nicht, so Dinge, so Kleinigkeiten einfach. Ja, genau, Kleinigkeiten. Das habe ich nämlich wirklich gemerkt, dass die Kleinigkeiten und einfach die kleinen Dinge das Leben einfach ausmachen und man für die einfach dankbar sein sollte. Ja. Etwas, was mich glücklich macht, ist, glaube ich, echt Essen. Also ich liebe Essen. Vor allem, wenn es gutes Essen ist und sehr lecker ist, dann liebe ich es. Das macht mich, glaube ich, echt glücklich. Und was mich auch glücklich macht, sind einfach, wenn Leute nett sind zu einem, obwohl sie dich so gar nicht kennen. Also ich meine, klar sollte das halt irgendwo schon so normal sein, dass man einfach nett miteinander umgeht, auch wenn man sich nicht kennt. Aber ich glaube, wir alle kennen, dass es halt trotzdem immer Leute gibt, die halt nicht zu einem nett sind. Ich finde es halt irgendwie manchmal traurig so. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwas kaufen gehe und die Verkäuferin ist mega nett, dann bin ich halt irgendwie so für die nächste Zeit einfach glücklich. Also klar, jetzt nicht für Monate oder so, aber ich weiß nicht, ich bin da schon für ein paar Stunden einfach nur glücklich, weil ich liebe es einfach, wenn wir alle so miteinander freundlich umgehen und einfach nett sind und ja. Meine engsten Freunde machen mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Ich bin super froh, sie zu haben und ich muss auch sagen, seit ein, zwei Jahren passe ich sehr, sehr gut darauf auf, mit wem ich meine Zeit verbringe und wer meine Freunde sind und wen ich Freund oder Freundin nenne, weil das so wichtig ist, darauf zu achten, mit wem man seine Zeit verbringt. Und ich bin sehr dankbar zu sagen, dass meine besten Freunde mich sehr, sehr glücklich machen und dass ich sehr gerne mit ihnen Zeit verbringe. Was ich ansonsten noch sehr, sehr gerne mache, ist lesen, rausgehen, spazieren gehen, die Natur genießen, Musik machen, einfach das Leben leben. Das macht mich sehr glücklich. Das gute Wetter. Einfach wenn die Sonne scheint, bin ich automatisch glücklicher. Zeit mit meinen Lieblingsmenschen zu verbringen, macht mich auch sehr glücklich. Meine Familie. Ganz klar, jeden Menschen, glaube ich, machen Erfolge glücklich. Erfolge im Leben machen mich immer glücklich. Ansonsten natürlich verschiedene Personen, meine Familie, mein Freund, meine beste Freundin. All sowas macht mich glücklich. Zeit mit meinen Freunden, Zeit mit der Familie, Zeit mit mir selbst, aber auch Erfolge und Ziele erreichen. Ja, ich denke, das ist eigentlich logisch. Meine Familie, Freunde, Dinge, die mir Spaß machen, wenn ich produktiv sein kann, also wenn ich viel schaffe, auch für mich selbst, Reisen, Komplimente, keine Ahnung, es gibt eigentlich echt viele Dinge. Natürlich meine Familie, meine Freunde und mein Freund machen mich sehr, sehr glücklich. Was mich glücklich macht, sind einfach diese schönen kleinen Dinge im Leben, zum Beispiel irgendwie mal einen Abend mit Freunden, da sind wir wieder bei den Freunden und Zeit mit meinen liebsten Menschen zu verbringen. Das macht mich glücklich. Auf Instagram habe ich meinen Followern zwei Fragen gestellt. Und zwar, worauf achtest du mehr bei anderen und worauf achtest du mehr bei dir selbst? Und daraus ging klar hervor, dass wir an sich bei anderen mehr auf den Charakter achten. Im Vergleich zur ersten Frage haben viele diese zweite Frage auch mit dem Button Aussehen beantwortet. Das heißt, dass uns bei uns selbst der Charakter doch oft wichtig ist, aber wir trotzdem meist nicht unzufrieden mit unserem Charakter sind, sondern eher mit unserem Aussehen. Naja, was zeigt uns das? Uns selbst ist Aussehen wichtiger und andere achten eher auf den Charakter. Naja, wie soll man leicht auf den Charakter achten, wenn das Aussehen das erste ist, was man von Personen sieht? Hat man nicht das entsprechende Aussehen, bekommt man oft erst gar keine Chance, seinen Charakter zu zeigen. Neid, Hass und Eifersucht spiegeln sich in den Seelen von vielen Menschen heutzutage. Die Jugend von heute, die heutige Gesellschaft, so verdorben wie noch nie. Doch was sagen wir als junge Leute überhaupt dazu? Was sagen wir zur Jugend von heute?
den Satz hört man sehr oft jetzt, die Jugend von heute, bla bla. Also ich finde, es ist viel moderner geworden, ist eigentlich auch einerseits besser geworden, aber andererseits auch viel schlechter, weil jetzt achtet man auf alles, zum Beispiel auf Markenklamotten. So, wenn einer keine Nike-Schuhe hat und der Rest der Klasse haben alle Nike-Schuhe, dann ist der ein Außenseiter, dann wird der ausgeschlossen oder keine Ahnung, wird dann gehatet. Aber früher hat man gar nicht mal darauf geachtet. Und die heutige Gesellschaft mischt sich in sehr vielen Sachen ein, was früher, glaube ich, nicht so war. Ich weiß es nicht, aber ich sag jetzt von der heutigen Zeit, die heutige Gesellschaft, die mischt sich halt in sehr vielen privaten Angelegenheiten ein, was man eigentlich machen sollte, weil jeder hat sein privates Leben und man sollte sich da nicht einmischen. Ich habe darüber ein kleines Gedicht geschrieben und ich werde euch mal die ersten zwei Strophen daraus vorlesen. Wir sind immer gestresst, immer in Action, in Filter gepresst. Ganz egal wie viel Downtime, diese Gesellschaft lässt uns nicht ruhen, es ist Showtime, du willst doch den Ruhm. Wir sind immer busy, immer beschäftigt. Hauptsache skinny, mein Leben ist schlecht, I'm not fine. Du siehst die Welt, wir sehen Amazon Prime. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen, was halt an dieser Jugend so spezieller ist, ist halt das ganze Social Media und ich finde, das fuckt ab, weil so oft trifft man sich irgendwie und die andere Person ist nur am Handy oder die andere Person und man kann auch richtig erkennen, wer mit wem befreundet ist. Und zum Beispiel, wenn du bei der Person in dem Bild auf der Mitte markiert wirst, dann seid ihr sehr gut befreundet. Wirst du nur in der Ecke markiert, dann seid ihr nicht so gut befreundet. Und wirst du gar nicht mehr markiert, dann ist die Freundschaft beendet. Irgendwie ist es ja so. Und wenn du markiert bist, dann bist du gezwungen, irgendeinen Kommentar zu schreiben, wie du hübsche, du Model und so weiter. Und ja, keine Ahnung, generell bei jedem Treffen wird es dann irgendwie in die Story gemacht, hey, wir haben uns getroffen und so weiter. Sehr, sehr viel ist einfach nur fake und dargestellt und jeder scheint das perfekte Leben zu haben und so. Was ich auch nicht mag, ist, dass sobald du irgendwie ein bisschen anders bist, anders denkst, andere Hobbys hast und so, dass du dann irgendwie nicht mehr so dazugehörst. Ja, keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich habe nicht so die beste Meinung dazu, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du dich ja nicht den Klischees so anpassen musst. Und du kannst ja trotzdem die Person sein, die du sein willst. Und ja, das darf man einfach nicht vergessen. Ich glaube, dass du nicht eine ganze Gesellschaft pauschalisieren kannst und sagen kannst, meine Meinung zur Jugend von heute ist das und das, weil jeder ist individuell für sich, jeder ist eine eigene Person, jeder ist ein Individuum und nicht alle sind gleich. Nicht eine ganze Generation, nicht eine ganze Gesellschaft, nicht eine ganze Jugend ist gleich. Was ist denn die Jugend von heute? Ich glaube nicht, dass die Jugend von heute eine Generation ist, die mit Gucci, T-Shirts, Taschen und Deutschrap über Bluetooth-Boxen durch die Straßen läuft. Ich glaube, dass die Jugend von heute so vielfältig ist und dass ich das gar nicht... Es gibt so viele verschiedene Gruppierungen einfach von Jugendlichen, keine Ahnung. Also manche finde ich cool, manche finde ich nicht cool. Ich glaube, das kommt in unserer heutigen Generation, die mit Social Media aufwächst, ein bisschen zu kurz, dass man wirklich mal den ganzen Tag das Handy weglegt oder nicht alles auf Social Media teilt, sondern einfach mal lebt, ohne die ganze Zeit irgendwas auf Instagram zu posten. Nehme ich dabei jetzt nicht raus, also ich bin gerade dabei, eine Social Media Detox zu machen. Das klappt noch nicht so gut, aber I'm trying und versuche da irgendwie dran zu arbeiten. Ich halte davon eigentlich irgendwie nicht mehr so viel, weil, also jedem das Seine natürlich, aber es gibt so viele, die unter 18 schon anfangen zu rauchen oder jede mögliche Art von Drogen zu konsumieren und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich halte davon irgendwie nicht so viel und weiß nicht, ich würde auch jedem einfach nur den Rat geben, lasst die Finger davon, das ist wirklich nicht gut und genießt eure Kindheit, eure Jugendzeit und ja, man kann auch ohne diese Dinge Spaß haben. Ich denke, das ist so ein bisschen so ein schwieriges Thema, einfach aus dem Grund, ich glaube, die älteren Leute sagen, wir haben heute eine super schlimme Jugend, aber das haben, glaube ich, auch die Leute vor denen gesagt und haben gesagt, die sind eine super schlimme Jugend. Also ich finde, das hält sich alles noch so im Maßen, auch wenn es so Dinge gibt, die muss ich halt einfach nicht machen. Ich habe nicht mit 12 getrunken oder sonst irgendwas. Ja, das finde ich halt einfach nur persönlich schade, wenn man irgendwie anfängt, Drogen zu nehmen, zu rauchen oder Alkohol zu trinken, nur damit man so cool rüberkommt. Aber das ist ja halt immer noch so jedem seine Sache, ne? Ich finde, die heutige Gesellschaft ist ziemlich komisch. Wir sind alle handyabhängig, wir sind alle... Ja, früher waren wir schüchterner und haben uns nicht getraut, irgendwas zu sagen. Die Kinder heutzutage sind sehr... Sie provozieren einen sogar schon und früher hätte ich mich das nie getraut, so als Kind.
Und deswegen, ich finde es halt einfach schon komisch, teilweise auch traurig, wie sich die Gesellschaft so entwickelt hat. Und ich denke, es hat viel mit Social Media und auch viel so mit der ganzen Digitalisierung zu tun. Ich finde es schade, dass es so viel Hass und Neid in der heutigen Gesellschaft gibt. Dass es viele Leute gibt, die sich selbst nicht akzeptieren können. Dass es viele Leute gibt, die andere runtermachen, um sich dann besser zu fühlen. Aber ich finde es auch gut, dass die Gesellschaft durch gewisse Dinge stärker zusammenrückt. Also beispielsweise durch Klimademos, durch Black Lives Matter oder durch allgemein Globalisierung, dass man vernetzt miteinander ist und in Kontakt miteinander einfach treten kann. Ja, wie soll ich sagen? Also ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass zum Beispiel jetzt Rauchen oder Alkohol so richtig so cool ist oder cool gemacht wird von manchen, also nicht von allen, aber von vielen Leuten. Also ich kenne halt viele, die gerade mal 12, 13 sind und schon rauchen und Alkohol trinken. Und ich finde es halt einfach nur blöd, weil ich meine, klar, vielleicht bei irgendwelchen Partys, dass man halt mal was trinkt, um halt einfach Spaß zu haben, um lockerer zu werden. Aber ich persönlich finde, man kann auch Spaß haben, ohne Alkohol zu trinken. Deswegen, ich verstehe es nicht. Also ich würde es persönlich nicht machen, aber wenn irgendjemand anderes machen will, nur zu. Ich finde die Gesellschaft von heute und die Jugend von heute mega, mega schrecklich. Die Gesellschaft an sich ist ja schon nicht so ganz so optimal. Es wird einfach so viel falsch gemacht und Leute wissen es eigentlich besser, aber treffen trotzdem weiter falsche Entscheidungen, nur weil es für sie vielleicht einen persönlichen Vorteil bringt. Und die Jugend von heute ist auch echt nicht so ganz so toll. Was mich besonders stört, ist, dass heutzutage eigentlich gegen nichts mehr so wirklich rebelliert wird. Also die Leute akzeptieren einfach, es ist alles sehr, sehr Mainstream und keiner hat damit eigentlich wirklich noch ein Problem. Und alle sind sich sehr charakterlich als auch äußerlich sehr ähnlich und wollen eigentlich gar nicht mehr so viel individuell sein, sondern eigentlich eher nur in den Strom mit reinpassen, was ich sehr traurig finde, weil wir ja immer noch alles individuelle Menschen sind. Generell alles mit Rauchen und Trinken und sogar Drogen manchmal finde ich echt schrecklich, weil man sich damit auch echt das Leben kaputt machen kann. Ich sehe das selbst in meinem Umfeld. Das finde ich wirklich extrem schlimm. Ich finde es sehr, sehr schade, dass im Jahr 2020 immer noch Rassismus eine so, so große Rolle spielt, beziehungsweise überhaupt noch eine Rolle spielt. Und generell die Ausgrenzung von anderen Kindern, zum Beispiel in der Schule. Viele Menschen müssen es erleben, gemobbt zu werden, was echt nicht schön ist, und werden ausgeschlossen. Naja, zusammenfassend, die Gesellschaft hat sich verändert, vor allem durch Technisierung. Das ist der Lauf der Zeit. Wie wir mit diesen Erkenntnissen umgehen, ist unsere Sache. In dem Sinne möchte ich mein Video abschließen mit der letzten Frage. Was ist für dich das Wichtigste, was du im Laufe deines Lebens gelernt hast? Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und keiner interessiert sich für mein Leben so sehr wie ich. Und deswegen ist es auch okay, an mich selbst zuerst zu denken. Eine Sache, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass es sich überhaupt nicht lohnt, über Kleinigkeiten aufzuregen und sich dadurch den ganzen Tag vermiesen zu lassen, sondern dass man in fast allem etwas Positives sehen kann. Und das versuche ich so gut es geht. Aber auch, dass man einfach sein Ding machen sollte, was einem Spaß macht, sich nach Möglichkeit nichts verbieten sollte und einfach auf die Meinung von anderen scheißen sollte. Definitiv, dass man immer auf sich selbst hören soll, beziehungsweise, dass man sich selbst auch in den Vordergrund stellen soll. Also, dass man nicht sein Leben und seine Entscheidungen und seine Denkweisen an anderen abhängig machen soll und dass man auch nicht das Wohlbefinden anderer in den Vordergrund stellen soll, sondern dass man egoistisch sein soll und eben einfach auf sich selbst hören soll. Und ja, man selbst ist einfach die wichtige Person in seinem Leben. Ich habe einiges gelernt, dass man Leuten nicht sehr schnell anvertrauen sollte und dass nicht alle Personen gleich sind. Ich habe früher immer gedacht, wenn ein Freund scheiße ist, dann sind alle scheiße und dann darf ich keine Freunde mehr haben. Aber jetzt weiß ich, okay, man hat immer diese Schubladen, in dieser Schublade kommen halt die Fake Friends. Und hier in dieser Schublade kommen halt die wahren Freunde. Ich glaube, das Wichtigste, was ich so im Laufe meines Lebens gelernt habe, ist, dass ich einfach ich selbst sein soll. Also es bringt jetzt irgendwie nichts, wenn ich mich irgendwie verstelle, nur um mit bestimmten Personen befreundet zu sein oder so, weil solche Freundschaften halten einfach nicht lange und die bringen auch nicht wirklich was. Ja, ich glaube, das ist echt das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, auf wen ich wirklich zählen kann. Das Wichtigste, was ich bisher in meinem Leben gelernt habe, ist, finde ich,
dass das Leben unfassbar kostbar ist, dass man jeden Moment genießen sollte, dass man seine Prioritäten wirklich persönlich setzen sollte und nicht nach Dingen, die einem die Gesellschaft vorgibt oder die einem irgendwelche anderen Leute vorgeben, dass man seine persönlichen Ziele versuchen sollte zu verfolgen und dass das Leben einfach viel zu kurz ist und dass man wirklich jeden Moment leben sollte, dass man am Ende auch Dinge bereut, aber trotzdem sagen kann, das hat mich stärker gemacht oder die Erfahrung hat mir gut getan. Das Wichtigste, was ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, ist einfach, sich selbst zu akzeptieren, dass man weiß, dass man einfach gut genug ist, dass man sich von keinem anderen Menschen dieser Welt unterkriegen lassen muss und dass man auch keinem Menschen hinterherrennen muss oder sonst irgendwas. Du bist gut genug, du bist du, kein anderer ist wie du, du bist perfekt, so wie du bist und du bist einzigartig und das sollst du einfach schätzen. Ich selbst spiele die Hauptrolle in meinem Leben. Ich kann entscheiden, was ich tue, ich kann in gewisser Weise entscheiden, wer ich bin, natürlich nicht auf allen Bereichen, aber man kann selbst so viel in seinem Leben bestimmen, was man irgendwie gar nicht denkt. Man denkt, man ist irgendwie gefangen und kommt da nicht mehr raus und klar, aus gewissen Situationen kommt man auch nicht so einfach raus. Aber letztendlich, wenn man sich etwas vornimmt, wenn man das wirklich, wirklich will, dann kann man auch so viel erreichen. Ich glaube, das Wichtigste, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, ist einfach ein bisschen zu chillen. Mich selber nicht so ernst zu nehmen, alles auf mich zukommen zu lassen, Risiken einzugehen, spontan zu sein, flexibel zu sein und einfach zu leben. Einfach das Leben leben. So, ich habe irgendwann mal so einen Spruch gesehen, der ging irgendwie so 10% deines Lebens sind Dinge, die dir passieren, auf die du keinen Einfluss hast und 90% sind deine Reaktion darauf. Und ich kann viele Dinge, die mir passieren, nicht beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, mich damit umgehen, wie meine Reaktion ist. Ich habe irgendwas Schlechtes passiert und ich kann entscheiden, wie reagiere ich darauf. Bin ich positiv, bin ich optimistisch oder bin ich es nicht? Und ich glaube, das ist so ein großes Ding, was ich gelernt habe, dass ich mein Leben selber beeinflussen kann. Und ich kann bestimmen, ob mein Leben optimistisch, positiv verläuft oder nicht. So, das ist meine Entscheidung, was ich daraus mache und das ist sehr, sehr wichtig. Danke fürs Zuhören. Vielleicht konnte ich dich zum Nachdenken anregen und auch danke für eure Videos und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video.